Hallo, liebe Nesca-Freunde, zu einem neuen Unboxing, und zwar von einem Nesca Diecast. Wie im letzten Video schon angekündigt oder vorgewarnt, haben wir diesmal eine weitere Raced-Version oder Winner-Version bekommen. Und zwar heute wieder eine natürlich von Jeff Gorn, ganz klar, und zwar die Brickyard 400 Winner Version. Aber das heißt ja hier jetzt Crown Royal Presents John Wayne Walking 400. Wie gesagt, ursprünglich natürlich Brickyard 400. Das sieht man hier schon. Hier sehen wir auch das Brickyard 400 mit dem... Oh, hier muss ich gerade selber mal gucken. 20-Jährigen müsste das sein. Ne, da kann Wader überlegen. Ja, natürlich, 20-Jährigen. Ganz sicher ist das der 20-Jährige. Denn Jeff Gorn hat das Brickyard 400 1994 das allererste gewonnen, 98 nochmal gewonnen, 2001 nochmal gewonnen, dann genau 10 Jahre danach das Rennen gewonnen, 2004, und dann 20 Jahre danach, letztes Jahr 2014. Und das ist jetzt die Raced-Version von Lionel. Hier wieder das Golden Ticket, wie beim letzten Mal. Hier dieses offizielle Nesca-Hologramm, das ist auch lizenzierte Ware ist. Und das Ganze ist, ja, wir mal ein bisschen halten. Man sieht es jetzt hier wieder nicht. Da müssen wir immer gucken, weil dieser Autofokus, das ist nun mal leider so bei den Kameras. Vielleicht nehme ich nächstes Mal eine andere Kamera dafür, und die eben keinen Fokus hat. So, das ist hier einer von 2641, auch wenn man es jetzt nicht richtig erkennen kann, vielleicht erzähle ich es euch. Und zwar ist das auch ein Axalta Win Car, und zwar Indy-Win. Axalta Indy-Win. Das steht hier nochmal, wie beim letzten Mal schon, weil es ja auch ein 2014er ist. Die ganzen Renndaten von Daytona bis Homestead wieder. Raced Version, Sprint Cup ist klar. Hier auf der Seite haben wir nochmal das Logo mit den Daten oder den Kurzbeschreibung der Daten in Annapolis, und zwar am 27. Juli 2014. Hat also gedauert gute 7 Monate, bis das Auto da ist, und jetzt machen wir den mal hier auf. Hier wieder fürs Golden Ticket. Im Prinzip dasselbe wie beim letzten Mal. Und auch eine Karte, ganz klar. Und zwar mit den Race Facts, sage ich jetzt mal so. Fakten, wie auch immer. So, da haben wir das Crown Royal Presents, the John Wayne Walding 400. Und zwar Race Time waren 2 Stunden 39 Minuten 41 Sekunden. Startposition war 2 von Jeff Gorn. 160 Runden, 400 Meilen. Caution gab es 4 für 16 Runden, Lead Change gab es 10, und wie beim Kansas Rennen, also es gab 10 Lead Change, und er hat nur 9 Runden geführt, Jeff Gorn. Allerdings mit einem größeren Abstand wie letztes Mal, mit 2,325 Sekunden zum zweiten, und das ist sein 90. Na, man kann es hoffentlich erkennen, 90. Sprint Cup Win. Auch hier dabei ein Winner Aufkleber, der oben am Dachholm hinter dem Namen wieder dran kommt. Allerdings gibt es hier, so wie ich sehe, kein Konfetti. Gibt es auch nicht immer. Gut. Dann, oh Gott, da fällt schon die Hälfte runter. Machen wir es mal ein bisschen anders. So, dann habe ich schon mal aufgemacht hier, so dass ich das gleich aufklappen kann und dass es dann nicht so lange dauert. Allerdings muss ich den gleich wieder rausschrauben. Das habe ich noch nicht gemacht. Und dann klappen wir den mal auf. Und das war genau verkehrt. Kein Problem. Hier haben wir den Indy Win 2014 von Jeff Gorn. Was gleich als erstes auffällt, gar kein Konfetti. Deswegen gibt es auch wahrscheinlich kein Konfetti in der Box. Die haben wohl kein Konfetti versprüht. Also da müsste ich jetzt echt lügen.
weiß ich gar nicht mehr, schon 7 Monate her, wo ich das Rennen gesehen habe, ob da jetzt in der Victory Lane tatsächlich Konfetti geflogen ist oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Gut, sieht trotzdem sehr schön aus. Vor allen Dingen sieht man jetzt mal die Lackierung komplett. Und deswegen werde ich den schnell mal wieder rausschrauben. Ihr kennt das ja vom letzten Mal schon. Jetzt müssen wir ganz kurz hier ein bisschen rumschrauben. Das geht eigentlich relativ gut. Nebenbei kann ich dazu sagen, passend zu dem 5. Sieg von Jeff Gordon, womit er ja auch in der ewigen Bestenliste bei den Indy Wins natürlich auf Platz 1 ist. Danach eben kommt, meine ich, Jimmy Johnson mit 4 Siegen. Und auf jeden Fall passend dazu gibt es nochmal tatsächlich von Lionel, ist noch nicht draußen. Derzeit stelle ich den schon mal hier hin. Eine Wiederauflage von dem 1994er Jeff Gordon Indy Win. Also das wird natürlich richtig geil von ihm. Das war damals noch ein Chevy Lumina. Und der sah auch mal ultra geil aus. So, jetzt gucken wir uns den mal hier an. Na, hier ist noch ein bisschen von der Kälte beschlagen. Und ja, die Lackierung sieht mal oberklasse aus. Gut, Jeff Gordon Autos sowieso sehen klasse aus. Und die Flames sind ja so typisch für ihn, die ja dieses Jahr, so wie ich gesehen habe, wohl ja, verschwinden werden. So langsam. Aber es macht auch nichts, weil das neue Auto sieht auch top aus. Könnt ihr euch schon auf der Seite angucken und seht da sogar da schon im Hintergrund. So wird das neue Auto aussehen. Das ist das aktuelle Auto von Jeff Gordon. Das ist übrigens das aktuelle Auto von Kyle Busch. Und eben der aktuelle Ford könnte sogar Nummer 13 sein. Also alles aktuelle Autos. Auf jeden Fall sieht der neue Jeff Gordon richtig genial aus. Auf jeden Fall der Drive to End Hangar. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber nichtsdestotrotz, jetzt haben wir ja noch hier die Flames. Und dann gucken wir uns den auch mal einmal in Ruhe an. Einmal rumgehen. Hier sieht man, das ist richtig schön. Das sind hier wieder typische Race-Version Sachen. Die gibt es wirklich nur bei den Race-Version. Wäre das jetzt keine, würde das hier gar nicht auf dem Reifen sein. Auch hier sieht man ganz klein geschrieben die, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so erkennt. Das kann ich selber schwer erkennen auf dem Bild hier. Auf jeden Fall steht hier eine kleine 24 drauf. Und das sind die Streifen, ja, damit die Boxencrew hinterher weiß, wie sie den Reifen drauf machen muss, ne? Damit das hinterher schneller geht. Ja, die Sponsoren sind eigentlich im Prinzip alle gleich, wie Holly 3M, Autometer, Course, Sprint, Racecar, Jets, Jax, Ildebrock, jetzt muss ich gerade mal hier gucken, Kualast, weiß ich nicht, kenne ich jetzt nicht, kann ich schlecht sehen. Flowmaster und Freesail. AARP, wenn man zu schnell reden möchte, ne? 24 hier drauf, ich gucke gerade mal hier so. Also der ist wirklich gut durchgekommen. Hier vorne, was haben wir hier vorne? Ist so eine kleine Ecke vom Rennen aus. Oder vielleicht haben die hier irgendwas getaped gehabt. Auf jeden Fall ist es nicht kaputt, das ist wirklich hier so dran. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ja, sonst sieht er echt ordentlich aus, muss man ehrlich mal sagen. Keine Beschädigung, sieht man selten bei den Race-Version. Allerdings die Lackierung wieder richtig geil. Die schwarze ist ja eine Metallic-Lackierung, allerdings sind das keine Silberchen-Teilchen, sondern das sind so grün-blau-lila Teilchen. Das sieht absolut oberkrass aus. Also wenn man das in der Hand hält, dann ist das schon richtig live, sieht das richtig krank aus, also muss man ehrlich sagen. So, da haben wir hier Pepsi Max, Axalta natürlich, Valvoline, ganz Panasonic, einer der neuen Sponsoren. Und hier sieht man jetzt zwei dieser Aufkleber, weil er das zweite Rennen damit gewonnen hat. So, ich muss nochmal gucken, irgendwie sieht das echt ein bisschen verschwommen aus. Ich gucke nochmal hinten, sieht gerade aus, also ja, sieht so eigentlich besser aus. Auf jeden Fall zwei. Gut, hinten haben wir nicht O'Reilly wie bei dem letzten, sondern
Der müsste echt mal hier ein bisschen Autofokus vernünftig machen. Jetzt haben wir es. Ah, ja, jetzt ist doch viel angenehmer. So, jetzt gucken wir uns ganz kurz hier nochmal an. Da oben sieht man jetzt die zwei Aufkleber. Und hier sieht man jetzt auch vernünftig die 24 an dem Reifen. Hier unten. Da unten, da ist er. Genau. Schauen wir auch gleich nochmal hier das Cockpit an. Wenn wir schon mal dabei sind, wir alle Armaturen. Ganze Käfig, alles ist natürlich drin. Hier ist Stoff wieder. Das sieht richtig gut aus. Und dann haben wir hier Finish Master. Automotive Industrial Paint. Haben wir hier hinten drauf. SS, die beiden Auspuffrohre. Hier wieder die Kamera, auch nur bei den Rest Version. Und auch hier gibt es den Spoiler, der hier oben durchsichtig ist. Weil, wie gesagt, die Spoiler sind ziemlich hoch gewesen letztes Jahr. Und da konnten die Fahrer nicht mehr vernünftig zurückgucken. Da hat man einfach so ein Stück transparentes Teil drauf geschraubt, damit der Spoiler hoch genug ist und die Fahrer trotzdem noch gucken können. Hier haben wir auch Drive to End Hangar. Und das ist hier übrigens 1542. Schade, hätte ruhig mal eine 24 sein können, aber war ja aber nichts. Übrigens, beim anderen hat man das ja auch nicht gesehen. Hier hinten drin sind natürlich noch die ganzen Kühlungsluftschläuche, die ja hier von den Seitenscheiben die Luft einfangen und dann weiterleiten, teilweise in den Helm auch reinströmen lassen und eben auch in den Innenraum, um eine gute Kühlung da drin zu kriegen. So, dann haben wir, was haben wir hier? Ja, das gleiche nochmal, Axalta, Pepsi Max ist natürlich auch dabei. Hier ist der Auspuff. Können wir hier auch nochmal reingucken. So ein bisschen. Da ist auch eine Scheibe drin. Hier sieht man den ganzen Käfig, da die Feuerlöscher. Verkabelung. Alles drin. So. Ja, jetzt sieht man auch hier so diese... Achte mal hier so drauf, diese Lackierung, die sieht absolut genial aus. Auch auf den Reifen ist hier so ein bisschen was. Hier sieht man ganz leicht irgendwas von dem Burnout vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein absolut sauberes Fahrzeug. Hier ein bisschen einer 24, ein bisschen Schmutz. Also da ist er wirklich gut durchgekommen. Muss man ja mal lassen. Ne? Und das ist von oben. Dies hier ist übrigens auch kein Fehler. Das ist auch so Schmutz vom Rennen. Hier sieht man nochmal die ganzen Verkabelungen auf dem Armaturenbrett. Die Hotpins. Recht schick. So, dann gucken wir natürlich auch hier einmal hier rein. Hier ist natürlich wieder der Tank. Tank, Einfüllstutzen, Benzinpumpe, alles drin. Sieht natürlich fantastisch aus, keine Frage. Sehr detailliert, wie immer. Finish Master gibt es auch nochmal auf dem Dach. Natürlich hier die fette 24. Klappen lassen sich hier natürlich auch öffnen. Beliebig. Und hier haben wir die Dachkamera noch. Vorne auf der Scheibe steht der Name ja immer drauf für die neue. Also ist neu gemacht. Dass hier der Name direkt nochmal vorne auf der Scheibe steht. In dem Fall Gorn mit den Chevy-Zeichen. Und dann gucken wir uns natürlich nochmal den Motor an. Nein, diesmal sage ich es nicht, dass er mich teilweise aufregt, aber auch hier haben wir natürlich einen Motor drin. Mit allen Finessen, die man eigentlich so braucht. Schon recht schön. In dem Fall haben wir hier unten runter Chevy und Axalta nochmal. Und natürlich, auch nur bei einer Raced Version, hier sieht man das im Kühlergrill so schön, dass hier teilweise abgetaped worden ist oder was auch immer. Und das gibt es natürlich auch nur hier. Hier an der Seite sieht man es auch nochmal schön. Hier ist auch noch so ein Tape drauf. Auf der Seite auch. Das machen die natürlich nur bei den Race Versions. Diese detaillierten Sachen, die dann auch original waren. Dann machen wir das hier mal zu und gucken das Ganze natürlich von unten nochmal. Vorderachse, wie gesagt. Ich gucke gerade mal hier. Ja, ein bisschen schwer. Normalerweise ist das gefedert. Aber ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Das wird auch gefedert sein. Hinten ist ja auch gefedert. Das hatte ich ja schon letztes Mal gesagt.
Alles recht schick mit Auspuff, Kardanwelle, Trackbar und natürlich Getriebe hier alles. Wobei das, wie gesagt, ja kein einzelnes Teil leider ist. Sonst natürlich sehr schick, wie gesagt, und damit sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Unboxing von dem Jeff Gorn Axalta IndyWin Race Car. Ja, das nächste Mal denke ich, ja, da könnten einige Kandidaten kommen. Jeff Gorn mit Sicherheit wieder. Wer mich kennt, der weiß, Jeff Gorn wird immer wieder da sein, auch am meisten da sein. Aber ich denke mal, weil ich ja dann erstmal jetzt in den USA live für euch da drüben von drei Rennen berichten werde, werde ich natürlich den einen oder anderen Wagen von drüben gleich mitbringen. Und ich denke mal, dass es nicht nur Jeff Gorn sein wird. Der größte Teil wird Jeff Gorn sein. Aber der ein oder andere Fahrer wird mit Sicherheit auch dabei sein. Und dann machen wir wieder ein Unboxing. Vielleicht mache ich sogar live aus den USA mein Unboxing. Das überlege ich mir dann nochmal spontan. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis demnächst. Ciao.